Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin André und dieses ist mal ein ganz anderes Video. Nicht über Campen oder Garten oder sonst irgendwas in der Richtung, sondern dieses Mal geht es um das, was ich erlebt habe, das, was sich verändert hat bei mir gesundheitlich oder eben halt auch das, was noch vielleicht vor mir liegt. Ja, und wenn man mich so sieht, dann denkt man ja, was hat er denn? Ne? Sieht er aus wie immer, alles ist gut. Und dabei ist es egal, ob ich hier in meinem Zimmer in der Reha-Klinik sitze oder ja, das ist eben halt völlig egal, weil der Zustand bleibt der gleiche, egal wo man sich aufhält. Ja, angefangen hat alles vor einem Monat. Da hatte ich eine große Herz-OP. Das heißt, meine Aortenklappe musste erneuert werden, die von Geburt an schon, anders war, als sie sein sollte, als sie normal ist. Und jetzt war es dann eben halt an der Zeit, dass sie ausgetauscht werden musste. Und zwar in einer großen OP, bedeutet Brustkorb öffnen und an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden und dann, ja, dass dann eben halt alles wieder in Ordnung gebracht wird. Ja, ich sitze hier am offenen Fenster und hier im Haus sind auch noch Bauarbeiten. Also werde ich dann zwischendurch immer mal das Video mal pausieren. Was die Herz-OP angeht, die Vorbereitung dafür war ja eine Herzkatheteruntersuchung, ob die Herzkranzgefäße alle so weit in Ordnung sind. Da habe ich positive Nachrichten erfahren. Also es ist soweit alles in Ordnung gewesen. Es sprach nichts dagegen. Insofern war da das Okay soweit vorhanden. Ja, das nächste Okay, was nötig war, das war vom Zahnarzt, weil man darf eben halt auch keine Entzündung im Mundraum haben, weil das dann auch die neue Klappe angreifen würde. Ja, mein Zahnarzt, der hat dann bei mir alles nachgeguckt. Offensichtlich war alles in Ordnung. Dann hat er ein Röntgenbild gemacht und hat festgestellt, dass an einem Zahn unten doch eine Entzündung war. Und da ich mit einer Entzündung im Mundraum nicht operiert werden konnte, wurde dieser Zahn kurzerhand gezogen. Ja, das war unschön. Ja. Aber es war notwendig und somit hatte ich dann nun auch vom Zahnarzt das Okay, dass ich operiert werden konnte. Und dann kam eben halt der große Tag. Also ich musste im Krankenhaus einchecken, wie man so sagt. Ich musste die Aufnahmeprozedur durchlaufen und das war jetzt am 4.10.22. Am 5.10. morgens sollte ich operiert werden. Ja, ich brauche euch ja, glaube ich, nicht zu erzählen, was in einem da vorgeht, was für Ängste man hat, schon im Vorwege, womit man sich auseinandersetzen muss. Und der Kopf, der macht einen schon ziemlich Probleme. Tja, warum macht man überhaupt so ein Video über so eine Geschichte? Ist doch sehr persönlich und geht ja nun eigentlich auch nicht jedem was an. In erster Linie mache ich dieses Video für mich selbst, um mir alles so ein bisschen von der Seele zu reden und um das eben halt auch nicht zu vergessen, was da mit mir passiert ist, dass ich auch im Nachhinein, wenn ich mir dieses Video ansehe, doch sehr dankbar sein kann, dass ich überhaupt noch da bin. Das war eben halt doch alles sehr auf der Kippe, aber dazu denn mehr in diesem Video. Ja, der 5.10. war ja dann nun der Operationstag.
Da bin ich morgens dann geweckt worden. Wir mussten unsere persönlichen Dinge mussten wir alle einlagern. Wir hatten dann nur ein OP-Hemd an und ja, die Kulturtasche mit Zahnbürste und den ganzen Kram, was man denn danach dann zur Körperpflege braucht. Alle anderen persönlichen Dinge wurden dann erstmal weggeschlossen. Ja, dann haben wir so eine Leck mich am Arsch-Tablette bekommen, damit wir ruhiger werden. Ja, die haben sie uns ziemlich weit im Vorwege gegeben. Und letzten Endes habe ich diese Tablette genommen, habe mich wieder ins Bett gelegt, weil ich dachte, boah, ist ja noch so früh. Und dann warten wir mal, bis sie mich abholen. So, und dann bin ich tatsächlich wieder eingeschlafen. Und ja, also was wirklich sehr spooky war, nachdem ich eingeschlafen war, ich bin quasi auf der Intensivstation wieder aufgewacht. Das heißt, ich bin eingeschlafen von dieser Tablette. Ich habe nicht mitgekriegt, wie sie mich aus dem Zimmer geholt haben, den Flur lang geschoben haben zur Operationsvorbereitung, wie sie mich quasi an die Narkose angeschlossen haben. Ich hab nichts mitbekommen, gar nichts. Also das fand ich schon sehr, sehr spooky. Ja. Ich bin dann auf der Intensivstation aufgewacht. Ich hatte ja einen Schlauch im Rachen, also im Hals. Ich hatte Schlauch in der Nase. Ich hatte Schläuche im Bauch, die Drainageschläuche. Und mir hat jemand gesagt, hallo Herr Kroschwitz, Sie haben alles überstanden. Die Operation ist vorbei. So, haben sie mir die Schläuche gezogen, beziehungsweise aus der Nase und aus dem Rachen. Und und dann bin ich wieder eingeschlafen und habe dann tatsächlich nochmal die nächsten 6-7 Stunden irgendwie durchgepennt. Also die Operation war morgens um 7 und ich glaube abends um 9 Uhr habe ich das erste Mal wieder gesprochen oder überhaupt realisiert, ja, was gerade um mich herum passiert. Ne? Ja, ich war einfach nur froh, dass ich das jetzt überstanden habe, dass die OP hinter mir liegt und dass ich mich jetzt auf die Genesung konzentrieren kann. Aber ich konnte mich ja erstmal gar nicht bewegen. Ich habe ja nur im Bett gelegen, wie gesagt, hatte überall die Schläuche. Und das war eigentlich das Schlimmste, weil ich eigentlich so ein Typ bin, der immer Hummeln im Hintern hat. Und sich dann absolut gar nicht groß bewegen können, war schon schwierig. Ich bin nach 2 Tagen von der Intensivstation dann runtergekommen. Hatte ich Glück, dass in der Station da ein Zimmer frei wurde, weil die waren ziemlich ausgebucht. Ja, und dann auf der Station, da konnte ich mich dann erstmal so ein bisschen weiter auf mich konzentrieren, auf meinen Körper hören, was gibt er für Signale von sich und so. Und irgendwie spürte ich, dass da irgendwas nicht rund lief. Konnte ich aber nicht deuten, weil der Brustkorb, es tat ja alles weh. Ne? Es war alles neu, es war alles anders. Du warst überall angeschlossen. Ich hatte ja auch Anschlüsse im Hals stecken mit den verschiedensten Zugängen, damit im Notfall ganz schnell was gegeben werden kann. Zusätzlich noch in den Handgelenken. Und man war doch sehr gebunden. Ja. Dann war ich gerade mal 2 Tage auf der Station und hatte das Gefühl, okay, so langsam kann ich mich ein bisschen mehr bewegen und so. Und dann kamen die Ärzte rein und sagten, ja, dass mein Herz nicht so richtig funktioniert, wie es eigentlich sollte. Und zwar gibt es da ja diesen Knotenpunkt in der Mitte von dem elektrischen Leitsystem des Herzens. Das hat bei mir leider nicht mehr so richtig funktioniert.
Deswegen hatte ich noch zusätzliche Kabel im Bauch, die zu einem externen Gerät gingen. Das waren so echt, diese Kabel, die waren wie Bindfäden. Und da haben sie mir gesagt, ich sollte doch sehr auf diese Kabel aufpassen, weil würde ich mir die abreißen im Schlaf oder so, dann würde mein Herz aufhören zu schlagen. Tja, das war für mich ein großer Schock. Ja, die Ärzte sagten dann, ich soll mich mal darauf einstellen, dass ich nochmal operiert werden muss, dass mir ein Herzschrittmacher eingesetzt werden würde, der quasi dann den Impuls gibt, dass mein Herz überhaupt sich zusammenzieht und schlägt. Ja. Nachdem ich ja nun diese Herz-OP mit dem Brustkorb und so hinter mir hatte, war das für mich natürlich echt übel, weil ich dachte, oh, jetzt kannst du nicht erstmal wieder konzentrieren auf das, was vor dir liegt und hast den Scheiß hinter dir. Aber nee, jetzt kamen die dann auch noch damit an. Oh, Herzschrittmacher. Warum? Warum ich? Warum kann das nicht einfach nur glatt laufen? Reicht das eigentlich nicht, dass man jetzt einen offenen Brustkorb hatte und dass da am Herzen rumgenüdelt worden ist? Warum muss man jetzt auch noch einen Herzschrittmacher kriegen? 1000 Fragen, die einem durch den Kopf gehen. Tja, naja, letzten Endes wurde dann die Herzschrittmacher-OP auch noch durchgezogen. 4 Tage nach der normalen Brust-OP. Und dann hatte ich wieder so einen riesen Verband hier oben. Und ja, es war schwierig, so mit dieser ganzen Situation irgendwie klarzukommen vom Kopf her. Ne? Weil man hatte Angst, kommt da jetzt noch mehr oder war es das jetzt? Naja, aber letzten Endes, der Herzschrittmacher funktionierte gut. Ich war auf dem Weg der Besserung und nach 8 Tagen wurde ich dann aus dem Krankenhaus entlassen. Ich war psychisch, muss ich sagen, so doll im Eimer, also mental am Ende, dass ich habe nur noch geheult. Ne? Also ich habe auf dem Beifahrersitz gesessen und nachdem wir vom Krankenhaus weggefahren sind, ich musste sehr viel weinen. Ne? Zu Hause auch. Es war schwierig. War schwierig, erstmal wieder irgendwie anzukommen. Ne? Ja, dann war ich zu Hause. Dann musste ich natürlich auch auf vieles achten, wie ich mich bewege, dass ich beim Husten, so dass ich dann den Brustkorb stütze. Niesen wäre der absolute Horror gewesen, deswegen habe ich dann meistens die Nase zugehalten, um nicht niesen zu müssen. Die Schulter tat weh und aber ich wusste, dass ich nach einer Woche zu Hause, wo ich erstmal wieder ein bisschen Kraft schöpfen konnte, dass ich dann zur Reha konnte. Und zwar zum Timmendorfer Strand in die Kurschmann-Klinik, in der ich ja jetzt hier gerade noch bin. Ja. Und wer jetzt denkt, damit ist es jetzt erledigt. Ich habe jetzt 3 Wochen Reha hier und dann geht es mir ja ganz schnell besser. Und ja, der hat sich getäuscht. So wie ich mich getäuscht hatte. Ich war 3 Tage hier in der Reha-Klinik. Da ging auf einmal mein Herz mit mir durch. Ich hatte den einen Morgen, nachdem ich ja wirklich eigentlich so wieder mich bewegen konnte und so, hatte ich einen Herzschlag von 220, einen Puls von 220, über 220 sogar. Was denn doch die Ärzte hier sehr alarmiert haben. Mein Herz stolperte, ich hatte Kammerflimmern. Was kam? Notarzt, Krankenwagen mit Blaulicht nach Lübeck in die Uniklinik. Und da haben sie dann quasi meinen Herzschrittmacher wieder ausgebaut
und haben mir einen Defibrillator eingebaut. Das ist quasi ein Upgrade. Du kriegst einen erweiterten Herzschrittmacher, der dich im Notfall auch schocken kann. Was das grundlegend bedeutet, was das für ein Gerät ist, also was ein Defibrillator unter der Haut ist, da gibt es 1000 Videos hier auf YouTube. Könnt ihr euch alles mal angucken, den das interessiert. Auf jeden Fall war ich quasi wieder zurückgeworfen worden in meinem Heilungsprozess vom Kopf her, wo ich wieder Hoffnung geschöpft hatte vorher, dass es mir jetzt so langsam besser geht, dass es bergauf geht. Ich habe an dem Donnerstag vorher noch 10.000 Schritte gemacht. Ich konnte hier ganz gut mitmachen bei den Übungen. Es ging mir eigentlich wirklich ganz gut. Klar hat man Angst und so, was jetzt noch passieren könnte und so. Aber man versucht doch irgendwie einen Alltag zu leben. Ja, der Aufenthalt im Krankenhaus in Lübeck, der war für mich sehr, sehr schlimm gewesen. Weil die Ärzte mir eben halt auch gesagt hatten, wie knapp es war, dass ich fast nicht mehr da gewesen wäre. Und ja, ich hatte ja nur einen Schrittmacher und trotzdem sah es so schlimm um mich aus. Es stand es so schlimm um mich. Ich hatte kein Vertrauen mehr. Ich hatte auch kein Vertrauen in den Defibrillator, den sie mir jetzt dann eingesetzt haben. Ich wusste nicht mehr ein noch aus. Denn war das im Krankenhaus auch eine sehr schwierige Situation. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe quasi da die Nächte fast durchgemacht, war dann natürlich körperlich auch völlig am Ende. Ja. Es fällt mir schwer, immer noch so ein bisschen so darüber zu reden. Ich habe mir hier jetzt auch einen Psychologentermin einräumen lassen. Mal gucken, wann ich den habe. Steht noch nicht auf dem Plan. Aber es war eben halt, es war eine ganz schwierige Situation für mich. Ja, und dann bin ich aus der Uniklinik Lübeck, bin ich dann wieder hier zum Timmendorfer Strand verlegt worden. Und ja, hier war ich dann erstmal wieder in meinem Zimmer. Keine Geräte angeschlossen. Kein ständiges Gepiepe, keine große Überwachung und die Ruhe auf einmal. Und boah, ich war wieder in dieser Situation, wieder hier zu sitzen und nur zu heulen, weil ich auch glücklich war, endlich wieder hier zu sein, wieder ein bisschen Normalität zu haben, aus dem scheiß Krankenhaus raus zu sein. Ich kann kein Krankenhaus mehr sehen. Ja. Nee, und dann habe ich angefangen, hier wieder die Übungen mitzumachen und ja, an den Mahlzeiten hier teilzunehmen. Wobei ich die ersten beiden Tage hier ja in Quarantäne war, weil ich kam hier aus einem anderen Krankenhaus. Musste natürlich erstmal den Corona-Test hier machen. Und war dann 2 Tage hier erstmal in Quarantäne. Aber das war tausendmal besser als Krankenhausbett. Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt mittlerweile bin ich eine Woche wieder hier und mache die Übungen mit, soweit es geht, morgens. Sind ganz leichte Übungen. Du hast so einen Stab in der Hand, mit dem machst du dann einfach nur ein paar Schritte, und Übungen und so. Und du merkst einfach, du kannst gar nicht. Du kannst nichts mehr. Du musst irgendwie komplett von der Fitness, du musst alles irgendwie neu lernen. Das ist unglaublich. Ich bin ja nun in meinem Beruf gewohnt, Treppen zu laufen. Das mache ich schon so viele Jahre.
Treppen hoch, Treppen runter und man macht ja auch so viel körperlich. Aber wenn ich jetzt hier nur eine Etage die Treppen steige, dann geht gar nichts mehr. Dann geht überhaupt nichts mehr. Da muss ich mich sofort hinsetzen. Und ja, ich hoffe sehr, dass wir jetzt eben halt weiter daran arbeiten, an meiner Fitness, dass der Brustkorb weiterhin zusammenwächst. Also ich spüre es noch. Er ist noch nicht zusammengewachsen richtig. Es knubbelt doch noch sehr. Ja, die Wunde hier oben von dem Defibrillator, die verheilt auch ganz gut. Die Schulter kann ich so ein bisschen auch schon wieder bewegen. Das dauert natürlich alles seine Zeit, ne? Aber ich bin sehr ungeduldig. Ich bin sehr, sehr ungeduldig. Und mein Körper hat es aber ganz gut im Griff, mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Ja. Aber es ist schwer, das zu akzeptieren, ne? Und dann eben halt die Angst. Na, jetzt ab heute werden die Herztabletten, die ich bekomme, werden reduziert. Da habe ich natürlich die nächste Angst. Ne? Jetzt haben die Tabletten alles im Zaum gehalten. Ja, wie ist das jetzt, wenn die Tabletten weniger werden? Wird mein Herz dann wieder schneller? Werde ich dann vielleicht sogar von meinem Defibrillator geschockt? Das sind alles so die Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Ne? Klar, man muss jetzt auch nach vorne gucken. Aber tja, schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Ne? Jetzt muss ich erstmal runter zum Sport, bevor ich da zu spät bin. Also, bis später. So, ich bin vom Sport wieder da. Eben nochmal wieder versucht, ein paar Stufen zu gehen. Alter Verwalter, das geht einfach nicht so. Ja. Gut, ich würde sagen, wir haben heute den 1.11. Hiermit beende ich den ersten Teil des Herz-Videos. Und ja, Leute, passt auf euch auf. Bleibt gesund und munter. Wir haben nur das eine Leben. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer André.